Zum Gruße, ihr Lappen. Willkommen zur Chaosstadt des Chaosseins. Willkommen zurück zu Kingdoms and Castles. Ah ja. Willkommen zu dieser drachenverseuchten Peststadt. Das Turnier läuft. 16 Sekunden. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Also, ganz ruhig. Wir brauchen die Kathedrale auf jeden Fall noch. El Kathedralo. El Kathedralus Maximus. Wir haben Steine 1000. Okay, pass auf, jetzt müssen wir auch mal gucken. Also, das sieht ja ganz gut aus. Oh ja, habe ich euch gebaut. Maximale Höhe. So, hier haben wir auch. Das können wir doch eigentlich mal besser machen. Machen wir hier nochmal Vierer Ballisten. Warte, noch einen. So von der Seite ist besser, glaube ich. So. Ne, noch einen, ne? Ah, und dann ist Schluss. Das gibt's noch nicht. Habe ich zwei. Warte mal. Ich jetzt so mache, sind alle weg? Nee. Wo das wieder abreißt, muss ja der Horror sein. So. Das sind immer noch genug. Dann können wir die Mauer mal erhöhen. Sie einfach besser zu machen. Das soll nicht bedeuten, dass groß immer besser ist. Oh Mist. So. So, dann haben wir hier noch die Mauer. Und hier würde ich gerne... auch, ja, so, und jetzt Ballisten. Die sind verschieden hoch mal wieder, ich wusste es. So, wir brauchen das halt auch gegen die Katapulte. So, ja, wir haben... was fehlt uns eigentlich? Wir haben Geld, könnten nicht so viel noch machen. Ach, da wird Holz geholt. Warte mal, haben wir denn? Holz haben wir noch. Kohle haben wir noch. Es wird gebaut. Und ja, sehr schön. Lass mal laufen. Warum wollen die den Außen angehen? Sehr schön, sehr schön. Ich bin stolz auf mich. Achso, die brauchen auch Steine. Das ist das Problem. Ich wette... die kommen bestimmt wieder, die Angriffe von da, wo ich natürlich nichts habe. Ich meine, es wäre ja auch klug, ne? Wir wollen nicht sagen, oh, es brennt. Warum brennt es eigentlich nie hier? Weil die eh schon brennen. So. 12. Entschuldigung. 12. So schön rheinisch. 12. So. So und so. Wunderschön. Okay. Alles klar. So, ich muss mal gerade Nase schneuzen. Eine Sekunde. Ich muss ja noch unmuten. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen. So, so, so. Klingt komisch, ist aber so. Da kommen die Drachen. Ich glaube, die sind sowieso Geschichte. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. So. Feuern! Los, wir brauchen Drachensteak. Wunderschön. Und da kommt der nächste Drachensteak. Steak mit Flügeln. Jetzt im Handel. Oh, ich glaube, der hat ein Ziel. Nein, hatte. Oh Gott. Mount Ballisto. Das ist was Dramatisches. Ach, das gibt's doch nicht. So ein Blödsack.
Ich muss jetzt mal gucken, wo ich die Stadt hin erweitere. Das ist halt eigentlich eher hier lang. Ich gucke jetzt mal nicht, was der Drache da macht. Das würde mich nur aufregen. So. So. Für Häuser. Dann können wir noch die Sachen hier wegmachen. Ja, das abreißen kann ich ja auch. Das ist ja krass. Er lebt immer noch. Ah, jetzt ist er down. Bräuchte ich noch einen größeren Friedhof? Nee. Okay, dann Reparado. So, wie viele Unterkünfte habe ich denn noch? Okay, das hat sich schon wieder erledigt. So, dann schnell. Jetzt kommen jetzt gleich noch die Wikingers. Das ist auch ein Marktplatz. Marktplatz. Ich muss auch mal einen Brunnen. Ne, wir haben noch den. Ne, mach ich jetzt trotzdem mal nochmal einen Brunnen. So. So, da kommen die Wikingers. Die kommen alle von da oben. Endlich mal konzentriert. Finde ich sowieso viel besser. Achtung! Die Lappen landen. Ich muss noch ein paar Screenshots machen. Von unserer wunderschönen Stadt. Ja, ich gebe mir da nicht so viel Mühe bei den Screenshots. Okay. Gut, hier haben wir jetzt keinen Bogenschützen drin. Das ist vielleicht noch eine Schwachstelle an der Stelle. Alter, achso. Ah, ich denke die ganze Zeit, es brennt irgendwas. Also das muss ich mir jetzt... Jetzt reicht's aber. Jetzt müssen wir wirklich mal was machen. Ich meine, die machen zwar immer einen Kill. Ich laufe hier jetzt weiter. Tun sie. Sie greifen den Turm auch gar nicht an. Das ist eigentlich der Trick. Oder auch nicht. Scheiße. Okay, wir müssen hier einen größeren... Mein schönes Geld. Aber ich habe so viel Geld. Vielleicht lassen wir dem einfach mal ein bisschen Geld. Damit sie ein bisschen Spaß haben. Ich meine, ich kann schon verstehen, warum die so sauer sind. Sachen sich wahrscheinlich, die schönen Frauen stehlen, lohnt sich nicht mehr. Jetzt wollen die Geld haben. Für Klamotten. Und jetzt plündern sie die Schatzkammern. Ach, die habe ich ganz vergessen. Die greifen die auch gar nicht an, doch tun sie. Ich könnte jetzt jagen, tatsächlich. Ne, wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt mal Platz. So, dann kommen hier Piere hin. Da kann ich Mauern draufbauen, ne? Ach nee, das ging ja gar nicht. Das habe ich vergessen, das ging ja gar nicht. Das ging doch gar nicht. Moment mal, nein, das ging doch nicht, das haben wir ausprobiert. Doch, das ging. Ich wusste, dass das geht. Natürlich, wir haben das ja ausprobiert. Ach ja. Okay, dann weiter. So, die Stadt muss erweitert werden. Wie sieht's denn aus bei... Wir sind beleidigt. 100% läuft doch. Ich meine, natürlich. Was habt ihr erwartet? Tavernen sind überfüllt. Das ist kein Problem. Sobald ich mal wieder Holz habe... Ach du Scheiße, uns fehlt Holz. Ist irgendwie das Holzlager abgefackelt oder so? Achso, es kann ja wieder am Holz fällen, weil alle wieder irgendwas machen. 35 Menschen sind geblieben. Aber alle arbeiten... Gut, jetzt haben wir hier gleich wieder Holz. Lassen wir die erstmal fertig mal lochen. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Wunderschön.
So wie du? Ja, so wie ich. Tja, das ist jetzt erstmal doof. Aber ich schließe immer eine Stadt hier erst ab, wenn wir super sicher sind. Super sicher. Jetzt mal, die müssen eigentlich hier landen. Ne, das ist super schwach. Krass, immer noch alle am Arbeiten. Wenn ich die Bogenschütze in den Ruhestand schicke, haben wir aber... Ne, lass uns mal lieber... So, jetzt haben wir Holz. Sollen wir direkt mal hiermit weiter? Das geht nicht, weil es tiefes Wasser ist. Oh Mann, ey. Okay, dann machen wir es anders. Abreißen. Abreißen. Dann gehen die da auch gar nicht durch. Abreißen. Ich weiß, das geht schneller. Machen wir so. Okay, wie viele Steine haben wir? 500. Ich habe bestimmt wieder einen Katapult drauf. Aber ich glaube, sie werden es jetzt nicht mehr. Oh, mal so. Okay, dann lassen wir das mal. Ich meine, Eisen haben wir genug. Werkzeuge haben wir genug. Das ist alles kein Problem. Große Taverne. Dann, Gewitter. Alter, mein Fenster ist genau neben der Haustür von meiner neuen Wohnung. Und ständig sind da Leute. Genau, das Fenster ist genau neben dem Eingang. Es macht ja nichts. Aber es ist so, ich muss erst dran gewöhnen. Ich bin auch hier nur temporär in dem Raum. Aber es ist schon gewöhnungsbedürftig. Irgendwas Altes abreißen. Guck mal, da sind überall noch so olle Mini-Kacki-Häuser. Könnte ich hier so eine Statue hinmachen, oder? Wie gesagt, ich könnte auch... Ach du Scheiße. Das abreißen und das. Ne? Und hier so eine Mount... Ja, so. Drachen dahin. Bang. So. Dann wird die Taverne gebaut. Wie gesagt, denn... Soll ich das mal abreißen? Obwohl das super dämlich wäre. Ist die Frage, ob man das wieder neu errichten könnte. Weil wir haben hier zwei. Wir haben immer noch keine Akademie, oder? Warte mal, habe ich überhaupt schon eine Akademie gebaut? Ne, auch nicht, ne? Warte mal. Im Ernst, ey. Ach ja, der Beste. Jetzt im Handel. Ich habe es die ganze Zeit vergessen. Wir müssen einfach mal die Highways überall bauen. Das geht halt so nicht. Okay, ich glaube, jetzt kommen wir auf den grünen Zweig hier. Schon wieder keine Kohle oder so, ja. Bla, bla, bla. Wir haben genug Holzkohle. Warte mal. Ja, haben wir. Ich könnte, wie gesagt, noch ein paar mehr Marktplätze bauen. Aber da ist ja schon einer. Haben wir denn hier keine Maurer, die das alles reparieren eigentlich? Sollten die doch eigentlich. Manchmal weiß man nicht, was jetzt hier kaputt sein soll und was nicht. Kompliziert über kompliziert. Große Bibliothek. Ich könnte die Schmieden umbauen. So. Große Bibliothek. Und als nächstes noch die Cathedral. Können hier auch noch Fischerhütten hinbauen. Ich habe jetzt erstmal einen Mangel an Leuten. Sehr schön. Ich bin stolz. Wir haben Straßen.
Und bald Automobile. Fossile Brennstoffe. Guck mal, 25... Was war das? Was war das für ein Getrudel? War das mein Getränk? Nee. Scheiße, wir bauen schon wieder Häuser. Ah, Entschuldigung, ich trinke was, was die Flasche so zerknirschen lässt. So. Dann noch mehr Gutshöfe, weil wir es können. Gutshof ist gut für dich, oh ja. Der Gutshof ist gut für mich und ist auch gut für dich. Ist gut für mich, ist gut für dich. Das ist auch sehr klug gebaut hier, ne? Ich glaube, das können wir auch mal ändern, obwohl das ist zu tief dann. Können aber hier mal weiterbauen. Kommt hier auch eine Mount Ballisto hin? Der Flakturm. Der Flaccus Thomas. Rein. So, jetzt sind wir erstmal entsteint. Und Steine plündern die jetzt mal wieder nicht. Ich könnte jetzt auch mal hier einen großen Steinbruch hinmachen. Sehr schön. Und da kommen wieder die Drachen. Die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Ja, das ist eigentlich Todesfalle, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir die Türme auch noch dazu machen. Ja, wir müssen das nochmal anpassen. Das geht so nicht. Guck mal, ist der schwarze Drache... komm schon. Nein! Zack, und da geht er auch. Boah, guck mal, wie viele Fische hier sind. Boah, ich glaube, hier müssen wir die Angelmetropole einbauen. Ist sie jetzt fertig? Wir haben ja schon ziemlich viel Wissen gefarmt. Ja, ich habe da schon ziemlich auf mich warten lassen. Ich gebe es zu. Forschung. So, was können wir machen? Verbesserung Brotöfen. Erhöht die Geschwindigkeit der... Ressourcenkosten für Holz zu 10% für Stein. Reduziert beim Bau benötigte... Ja, es ist halt auch... Ja, das ist okay und das ist okay. Aber der Rest... Ich mach mal panzerbrechende Ballisten. 3 Jahre. Jedes Mal, ne? Dieses Geräusch. Jedes Mal denkst du was anderes. Wikinger greifen an. Sehr schön, da sind sie wieder. So, und wenn wir das jetzt abreißen... Ich weiß nicht, ob wir das... Ich glaube, der passt da gar nicht hin. Das ist aber auch schon scheiße. Okay. Lass mich das erstmal gerade so. Mit dem Holz ist ja natürlich wieder ein Riesenproblem. Nicht, dass wir noch eine... Oh, sie versuchen es tatsächlich mal. Guck mal. Wie süß. Ja, los. Los schon, los, ihr Kleinen. Wie süß. Aber nein. Ihr seid zu schwach für meine Mauern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nichts kann diese Mauern durchdringen. So, das war's schon wieder. Ich bräuchte so Anti-Schiffs-Torpedos. Ist das vielleicht zu viel? Jetzt haben wir auch wieder Holz. Wir müssen jetzt erstmal arbeiten lassen. Wie gesagt, ich könnte die Mauern einmal um die Insel bauen. Das geht. Ja, habe ich auch schon gemacht. Das ist eigentlich so das Goal. Können wir hier nochmal... Pass auf, jetzt können wir nämlich hier nochmal einen Markt hinbauen. Einen Markt und Taverne haben wir ja gemacht. Ich könnte... Jetzt haben wir 6 übrig. Hier brennt es wieder. Ich könnte auch nochmal eine Feuerwehr setzen. So, Feuerwehr und nochmal ein paar Maurer. Waren hier. Rittersaal, Kaserne, Ausbildung. Brauchen wir alles nicht.
Ich mache nochmal ein Krankenhaus. Aber wir sind 100%. Das ist das Tolle. So, noch mehr Häuser. Ne, Kohle ist immer noch kein Problem. Holz schon. Ich überlege, ob ich Holz nochmal gerade pimpe. Indem wir einfach mal den Wald da draußen abroden. Ich könnte die Industrie erweitern, natürlich. Aber, so. Okay, sehr schön. So, Operation Holz wird eingeleitet. Operation Holz! Sehr schön, sehr schön. So viel dazu. Hier kann ich noch mehr Essen machen, aber es läuft ja. Das ist jetzt endlich mal safe. Jetzt könnten wir tatsächlich mit der Schweinezucht mal anfangen. Aber wir haben keine Metzger. Jetzt müsste ich so eine Metzgerei aufmachen. Und ist die Frage, wo ich die hinbauen müsste. Das ist ja grünes Gebiet. Das will ich eigentlich gar nicht. Ja, schon ein bisschen doof. Klingt doof, ist aber so. Bin ich froh, dass ich das alles abreißen kann, endlich. Guck mal, ist eigentlich... Ja. Das ist die große Frage. Ich hätte das schon... Mhm, ja. Pass auf, wir machen jetzt noch ein Werkzeugding. Noch eine Schmiede. Ich überlege, ob ich noch mehr Maurer platziere. Eigentlich haben wir genug Maurer. Nicht Elmira, Elmaura. Mhm. Mhm. So. Ja, weil hier wird halt auch nicht repariert. Ach, das macht der. So. So. Folgendes. Jetzt müssen wir mal... Warten, bis das weg ist, aber eigentlich würde ich gerne hier... Glückwunsch! Ist nun ein gedeihendes Königreich. Es ist Metropolis. Die einzig wahre Metropole. Metropolos mal. Ja, ist okay. Tja, aber Steine kriegen wir auch genug rein. So, also, wir brauchen... Wollen jetzt mal die Fischerhütten irgendwie... Dann haben wir da nochmal ein paar Fischerhütten, wenn das reicht. So, dann Schweinehirten. Ja, ich habe halt keine Ahnung. Echt nicht. Aber die Verschwendung, wie gesagt. Was, wenn ich so mache? Die hier nochmal weg. So, dann kommen hier Metzger hin. Zwei. Ich weiß nicht, vielleicht reichen die ja. Wahrscheinlich nicht. Ich denke nicht, Tim. Schweinchen. Hauptsache, es ist irgendwie angeboten. Haben wir überhaupt genug Lagerkapazitäten? Gar nicht so wirklich. Ja, das machen denn die Metzger. Obst haben wir auf jeden Fall, ja. Ja, haben wir. Wir haben ja Obst. Obst von ja.
Was tut es? Es sagt ja. Oh, die wurde kaputt gemacht. Forschung abgeschlossen. Das ist halt so, die Forschung ist halt so sinnlos, ja? Machen wir noch die Pfeilspitzen. Das ist sowieso das Wichtigste. Oh, mein rechtes Auge. Ah, Schmerzen. Hinter dem Auge. Oh Gott. Und dabei habe ich kaum Computer gespielt. Wirklich. Bestimmt eine Woche. Kaum aufgenommen. Nur im Umzug beschäftigt. Gestresst. Ah, und dabei will ich doch einfach nur ein bisschen töten. Weißt du? Ich bin kein kluger Mann, Jenny. Ich will einfach nur töten. Forrest. Okay. Das ist eigentlich doof, dass sie hier hin sollte, aber... Ich meine, eigentlich muss sie in die Mitte. Oh, guck mal, hier ist sowieso alles abgerissen. Das ist auch scheiße. Ah ne, hier, ich kann das so machen. Ich vergesse das jedes Mal, es tut mir leid. So. Tja, es hat ein Problem, die können die auch hier hin tun. So, auf abreißen. Abreißen. Jetzt habe ich da die... Ne, das ist ja nicht Manor Lords, wo das im Weg ist. So, Kathedralus Maximus. Es ist Kathedralus Maximus. Unfassbar. So, was habe ich abgerissen? Noch ein Markt. Und die Klinik nochmal. Krankenhaus. So. Wir haben immer noch zu wenig Arbeitskräfte, glaube ich. Müssen einfach jetzt mal warten, dass alles gebaut wurde. Und dann... Schauen wir mal. Klar, ich kann größere Lager bauen und so. Ist alles möglich. Ne? Ist alles möglich. Aber wir haben genug Essen. Und ich will nicht noch mehr lagern. Ich kann einen Handelshafen bauen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich handeln will. Weil ich habe alles. Wisst ihr, was ich meine? Und da kommen wieder die Drachen. Wunderschön. Bang. Oh, jetzt haben die Fische auf jeden Fall was zu essen. Sehr schön, sehr schön. Und die Witter haben wir auch. So, das ist safe. Wir haben keine Arbeiter für unsere Dingens, weil gebaut wird. Menschen sind von 37 Menschen geblieben. Lol. Wunderschön. Ach ja. Und die Wikinger greifen an. Ich muss noch gerade was gucken. Eine Sekunde. Hört ihr das? Irgendwie... Knistern. Das ist nur mein Handy. Jetzt kommen sie wieder von da. Aber es sind wieder keine Ogre, es sind nur noch Infanteriemassen. Aha, ein Katapult. Es schießt ja bestimmt auf die Mauern hier. Was blöd wäre. Ich würde die ganze Zeit Schweine schlachten, oder? Jo, das bringt Fleisch. Oh, das bringt richtig gut Fleisch. Ja, hier kommt nichts mehr rein. Das hat sich erledigt. Ich spiele auf schwer. Okay, das läuft auch. Was ist denn jetzt los? Achso. Okay. Los, baut die Kathedrale fertig. Es muss vollbracht werden.
Guck mal, wir haben 3 Untätige. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, wir haben genug Steine. Es wird nur noch gebaut. Wunderschön. Kathedrale. Tja. Zehnt. Tja, wir könnten jetzt noch voll die Armeen ausbauen. Das bringt nur was, wenn andere Leute da sind. Das haben wir schon mal gespielt. Das war nicht so gut. Warum kommen jetzt nicht irgendwie 10 Drachen oder so? Ein Riesendrachenangriff. Und der brennt alles nieder. Na gut, Leute, um ehrlich zu sein, jetzt habe ich alles gebaut. Die Forschung ist Blödsinn. Klinikenkirche, wir würden die Stadt jetzt nur noch groß bauen, das wär's. Und da das hier keine Augenweide ist, das Spiel, so wie Foundation zum Beispiel, denke ich, dass wir jetzt schon wieder durch sind. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, aber ne, wenn ich merke, auf was arbeite ich jetzt hinzu, und das City bauen ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt als unfassbar cool und schön betrachten würde, so wie bei Mandalorians oder so. War es auf jeden Fall erquickend, liebe Leute. Das war ein schönes kleines Let's Play von Kingdoms and Castles. Seht ihr mal gerne und ja, Mount Ballisto regelt. Ja, mal gucken. Wir werden mal sehen. Es wird in Zukunft bestimmt nochmal gespielt, aber jetzt kann ich zu einem neuen Projekt wechseln, ein bisschen Platz machen. Das war sowieso nur ein Lückenfüller. Und ja, danke fürs Zuschauen bis hierhin. Das ist Waltertal. Wieder mal ein Waltertal siegreich erbaut. Und braucht mich jetzt nicht mehr. Es ist einfach safe. Müssen uns keine Sorgen mehr machen. Ich hatte gehofft, dass die Wellen halt stärker sind tatsächlich. Gut. Ich bin einfach der Beste. So. So, stellen wir uns einfach vor, ne? Die Leute leben jetzt für immer hier in Frieden und sind glücklich. Bis in ihre Tage. Und sie heirateten, gebärten viele Kinder, Stadtkinder. Und die wurden auch sehr schön und groß. Na gut, liebe Leute, Dankeschön. Ihr seid die Besten. Und bis dahin, wie immer, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren. Und ein Däumchen da lassen, das hilft mir sehr. Kingdoms and Castles verabschiedet sich hier. Bis zu weiteren Projekten. Adios.